Hallo, liebe 7a, es geht weiter mit unserer Schulübung. Wie schon gestern angekündigt, ist das große neue Kapitel Untersuchen von Polynomfunktionen. Das heißt, wir schauen, wie schauen diese Funktionen konkret aus. Man nennt es auch Kurvendiskussion, so habe ich das gelernt in meiner Schulzeit. Wir beginnen mit einem Beispiel, das ihr auch auf der Seite 50 gut nachlesen könnt. Das ist das Beispiel 309. Ihr schreibt bitte einfach mal die Angabe ab. Und das Erste, was man macht bei so einer Kurvendiskussion, ist immer, man schaut, wie schaut die Kurve aus. Ich habe das in meiner Schulzeit alles händisch lösen müssen. Ihr gebt das einfach ins GeoGebra ein. Das heißt, ihr zeichnet die Funktion mit GeoGebra. Ich gebe sie dazu ein in das linke Feld hier und habe rechts sofort im Grafikfenster die Grafik. Ja? Das Zweite, was ich mache, ist, ich rechne mir aus, welche Nullstellen hat die Funktion. Ja? Ich habe mir übrigens das hier auch ausgedruckt und draufgeklebt, weil ich finde das recht praktisch. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das ja auch machen. Die Nullstellen sind die Stellen, wo die Funktion den Funktionswert 0 hat. Das heißt, das ist hier der Fall und hier der Fall. Das sieht man, ja? Wo die Funktion die x-Achse schneidet. Wie kann ich das jetzt mit GeoGebra ausrechnen? Ja, weil da ist eine schöne Nullstelle bei 2. Aber da und da, weiß ich nicht, wo das ist genau. Ne? Da gebe ich einfach ein, ins linke Fenster, ins Algebra-Fenster, Nullstelle. Dann schlagt man das schon vor. Nehme gleich das erste, Nullstelle Polynom, und gebe da die Funktion f ein. Dann drücke ich auf Enter und ihr seht, das GeoGebra spuckt mir alle drei Nullstellen aus. Alle drei Nullpunkte und macht dann automatisch im Grafikfenster auch diese drei Nullpunkte. Ja, das habe ich also nur vom GeoGebra abgeschrieben. Ja? Jetzt zu den Extremstellen und dem Monotonieverhalten. Ich zeige euch jetzt mal das, was ich aus der Zeichnung ablesen kann. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man das konkret auch ausrechnen kann, weil die Funktionen ja nicht immer so einfach bleiben. Wenn ich mir die Funktion anschaue, sehe ich, es gibt zwei Extrempunkte. Einen Hochpunkt, der ist hier, und einen Tiefpunkt, der ist hier. Der Hochpunkt ist bei 1, 2. Der Tiefpunkt ist bei 3 minus 2. Ja? Und wenn ich das Monotonieverhalten anschaue, sehe ich ganz klar, von minus unendlich, weil das fängt ja da irgendwo an, bis zu 1 steigt es, streng monoton steigen, dann fällt es wieder bis 3 und ab 3 steigt es wieder. So, jetzt zeige ich euch noch, wie man das richtig aufschreibt. Den Hochpunkt und den Tiefpunkt habe ich hier oben aufgeschrieben. H, und da habe ich vergessen, ein T für Tiefpunkt. Bei diesen ändert sich dann das Monotonieverhalten. Und ich habe das jetzt so aufgeschrieben mit offenen Intervallklammern, weil der Punkt 1 gehört ja nicht mehr dazu. Bis zu 1 ist es streng monoton steigend, aber der 1er gehört nicht mehr dazu. Zwischen 1 und 3 ist es streng monoton fallend, 1er und 3er gehören nicht mehr dazu. Ab 3 bis unendlich ist es dann wieder streng monoton steigend. Das schreibt ihr jetzt bitte ab und gleich folgt das zweite Video, wie löse ich das mit GeoGebra. Tschüss!